Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community. So, hier wieder euer Trader-YouTube-Team mit einer neuen Rubrik. Hinten seht ihr den Julian, den Dennis, ich bin der Micha, Tachchen. Und wir beantworten zum ersten Mal eure Fragen, beziehungsweise gehen auf die Kommentare ein, weil da so viele Kommentare waren, haben gesagt, wir machen mal ein Q&A-Video, Questions and Answers. Ne? Und wird immer weggeschnitten, wir kriegen eine Frage von uns geknallt und dann darf mal einer antworten auf das, was ihr so geschrieben habt. Ich bin sehr gespannt, okay. Könnt ihr mal Regelvideos machen? Ja, können wir. Machen wir auch. Aufgrund der hohen Nachfrage müssen wir damit, also wir machen das für euch. Wir wollen aber auf die Qualität achten und noch mehr darauf achten, dass auch wirklich alles drin ist, was reingehört. Also ja, komm. Gibt es mal sowas wie Tipps beim Deckbau oder so? Tipps beim Deckbau. Also wir greifen ja sowieso schon, wir haben ja schon ein Deck of the Day als Rubrik, wo dann Spieler wie wir, ne, und auch andere bei uns aus der Community einfach mal ihr Deck vorstellen können. Und dazu gibt es natürlich auch Deckbau-Tipps. Ihr dürft uns aber gerne auch zum Beispiel mal euer Decklisting schicken oder so und dann gucken wir mal irgendwie, ob wir da das verbessern können oder irgendwie, oder wir machen uns da mal Gedanken dazu. Also ruhig mal immer her damit. Dieses Deck hast du ja aus deinen Karten gebaut. Ja. An dieser Stelle habe ich aufgehört, das ernst zu nehmen. 4 Planeswalker aus einem Set, das gerade 2 Wochen draußen ist. Ich habe in meiner einjährigen Karriere noch nicht einen Planeswalker gezogen. Okay, dafür schon 2 Masterpieces. Aber das ist vollkommen unglaubwürdig. Vor allem für einen, und das meine ich nicht böse, 14-Jährigen, der sich sicher keine 10 Booster-Displays kauft. Eigentlich war es so, es sind ja 2x Liliana und 2x Gideon. Also, ich habe mir ein Display gekauft. Einmal habe ich Liliana gezogen, die andere habe ich mir von dem Geld bei Trader gekauft. Und meine Schwester hat 4x Gideon insgesamt geöffnet. Und ja, dann habe ich halt mit meiner Schwester getauscht und daher habe ich 2x Gideon gekriegt. Und ja, so ist das mit dem Planeswalker entstanden. Ihr verdient wirklich mehr als nur 2500 Abos. Ich finde eure Videos auf jeden Fall echt klasse. Die Vorfreude auf Armoncat war bei mir dadurch so riesig, bin nicht nur auf den Hype-Train aufgesprungen, sondern wurde total überrollt. Yeah! Ja, wir haben uns auch total reingesteigert. Ich fand Armoncat auch total super. Ich hätte mir auch super gerne ein Zombie-Deck gebaut, aber nein, Julian hat ja zuerst ein Zombie-Deck gebaut, wie ganz viele andere auch. Deswegen muss ich mit meinen Servos kontern. Aber wir sind auch total heiß und haben da Spaß bei der Sache. Wenn man eine Deckliste am PC erstellt, empfehle ich dies bei deckstats.net zu tun. Dort gibt es bei den Decktools unter anderem die Möglichkeit, ein Deckformular zu drücken, das sehr übersichtlich ist. Bei deckstats.net kann man sich auch mal die Mana-Kurve seines Decks vor Augen führen und schauen, wie sich neue andere Karten auswirken. Kostenlos ist es auch. Gute Seite, guter Kommentar, hört auf den Mann. Einfach mal reinschauen, es gibt noch ein paar andere solcher Seiten. Nehmt die hat er euch, glaube ich, sogar verlinkt, beziehungsweise kopiert es euch einfach und geht da drauf. Hilft immens. Ich baue Decks gerne zu Hause, auch noch mal immer so am Tisch, aber wenn ich tatsächlich mal so ein bisschen was digital generieren möchte und immer mal wieder neue Hände ziehen möchte oder Karten ausprobieren möchte, die ich noch nicht habe, oder einfach mal reintun möchte, super Seite, kann man empfehlen. Tolle Infos, danke dafür. Wollte nur mal sagen, dass meine Kollegen und ich da gleich wieder voll im Magic-Fieber sind. Ja, wir fiebern auch. Echt cooles Deck, Julian. Aber wenn ich mir überlege, wie das Deck so im Standard überleben soll, ist mein Tipp zum Pimpen: alle Karten raus, Madu Vehicle rein und gewinn. Okay, das ist ein bisschen komisch, weil eigentlich möchte ich ja Zombies erzeugen. Also ich möchte ja ganz viele Zombies machen und dann den Gegner überrennen und nicht noch irgendwie Artefakte, Fahrzeuge so drin haben. Ich glaube nicht, dass das so richtig in das Deck passt. Das ist nicht so, lass mal lieber. Danke für die tollen Videos. Wir haben mit euren Videos auch angefangen, Magic zu spielen. Wir würden uns sehr über ein Video bezüglich typischer Magic-Begriffe freuen. Oder gibt es das schon in eurem Channel? Manche Begriffe sagen uns noch nicht viel. Möglicherweise geht es anderen Anfängern ähnlich. Was ist zum Beispiel eine Draft-Edition? So etwas zum Beispiel sagt mir nicht viel. Danke schon mal. Ja, okay. Unser Channel richtet sich ja gerade an die Anfänger, also insofern bleibt mal dabei, denn wir fangen jetzt ja gerade an, die Begrifflichkeiten zu erklären. Also jetzt haben wir den Wochencontent schon auf 4 Videos in der Woche erhöht. Hier geben wir ja auch Antwort, ne? Und ansonsten gibt es immer Spin-off-Videos, wo wir auch sagen, how to play das oder wir gehen auf ein Deck ein. Wir müssen halt immer nach und nach uns die Sachen rausgreifen und dann erzählen wir da gerne was zu. Gleiche Anzahl stimmt nicht ganz. Und dein Deck kann nach dem Boarden auch mehr Karten haben. Wieder richtig, wieder guter Kommentar. Der Mann hat recht, da wurde was Falsches erzählt. Also
nach dem Boarden muss ich nur die Mindestanzahl an Karten einhalten, die in dem Format vorgeschrieben ist. Also ich kann, also die Regel ist irgendwann mal geändert worden. Vorher musste ich vor und nach dem Boarden exakt gleich viele Karten im Mainboard haben. Mittlerweile kann ich auch in meinem Constructed Standard Deck mit 60 Karten danach einfach ein paar Karten reintun und habe dann 63 Karten drin. Aber ich dürfte nicht unter dieses 60 Karten Minimum fallen. Das Beste habt ihr gar nicht erwähnt. Commander Anthology kommt mit 4 Spezialwürfeln, die bis 99 zählen können. Jo, richtig cool. Haben wir echt gar nicht gesehen, aber das wird auch richtig cool. Also Commander Anthology, wenn es dann kommt, ist jetzt ja gerade im Pre-Sale, machen wir es auf jeden Fall auch auf, gehen dann nochmal an die Decks ran und werden es auch zocken. Mit euch. Für euch. Super Kanal, weiter so. Ein Block hinter der Kamera wäre der Hammer. Mal schauen, ob wir euch das bringen können. Ich habe da schon so eine Idee. Vielleicht kommt da was. Tease. Aber ja, kriegen wir auch noch hin. Server Overkill versus Apokalypse wäre mal ein tolles Video. Würde mich mal interessieren, ob das Apokalypse-Deck wirklich so aufgeht. Ihr habt einen super Channel, läuft bei mir immer neben dem Kochen. Ich finde auch, dass ihr ein Monatsvideo machen könnt, in dem alte Karten zum Einsatz kommen. Schönes Goblin-Deck gegen Elfen oder noch älter, um die Geschichte von Magic zu zeigen. Die Hintergrundmusik könnte ein Tick leiser sein. Sonst sind eure Videos super. Okay, wir hatten kurz drüber nachgedacht, die Musik noch ein bisschen lauter zu machen, aber nein, alte Magic Decks auf jeden Fall. Also ich habe ja noch so ein paar uralt Decks, die auch richtig cool sind. Da geht es dann halt, ja gut, kaufen soll man die sich heute nicht unbedingt. Manche von den Dingern sind auch zu teuer, andere sind nach heutigen Maßstäben spielerisch zu schlecht, aber damals hat man das halt so gespielt. Also die wollen wir auf jeden Fall auch nochmal auspacken und gegeneinander laufen lassen. Ansonsten mein Servo Overkill gegen Julius Zombie Apokalypse. Ich glaube, dieses Match muss noch kommen. Mal wieder ein Top-Video. Spielt ihr eigentlich auch Magic Duels? Falls ja, macht mal Duelle gegen eure Community. Magic Duels zocken wir nicht. Wir zocken tatsächlich hier for real immer mit den echten Karten, so mit dem Stock, den man halt so entsprechend hat. Und dann Man-to-Man, Eye-to-Eye immer hier durch. Julian ist so süß. Oh, danke, danke, danke. Den Kommentar, den muss ich mir ins Zimmer hängen. Der ist cool.